Wir berechnen jetzt die Ida, die läuft um die Sonne, das ist so ein kleiner Asteroid und hat eben eine, hier ist Ida, ja, und läuft auf einer Ellipsenbahn. Zumindest bei dieser Aufgabe sollen wir die Ellipsenbahn betrachten. Eine Ellipse, die ist immer so, die Sonne ist im Brennpunkt und es gibt eine große Halbachse A und es gibt eine kleine Halbachse B. Und jetzt schauen wir, was gegeben ist. Also gegeben ist bei der Aufgabe der Durchmesser von 70 Kilometer, die werden wir im Folgenden gar nicht brauchen. Die Umlaufdauer T ist 4,84 Jahre, 4,84 Jahre, damit ist sie weiter weg, die Ida, von der Sonne als wir, wahrscheinlich so kurz vor Jupiter, genau. Und eine numerische Exzentrizität, die lernt man nicht auswendig, die schaut man in der Formelsammlung nach. Formelsammlung, numerische Exzentrizität, dann wird da stehen Epsilon gleich E durch A. Und dann gibt es noch die andere Exzentrizität. Ja? Das ist ein E, kein Epsilon. Ja, genau, ein Epsilon gleich E durch A, das ist 0,048. 0,048. Und die andere ist A Quadrat minus B. Also E Quadrat ist A Quadrat minus B Quadrat. Gut. Und jetzt wollen Sie, ja, jetzt sollen wir mal die ganzen Halbachsen berechnen und wir stellen fest, dass wir jetzt alleine mit der Exzentrizität nicht zurechtkommen, aber die wichtigste Formel ist der Kepler. Also t Quadrat durch a hoch 3 ist konstant. Dann nehmen wir doch mal hier t Quadrat von der Ida, ja, und vergleichen das mit t von der Erde. T Quadrat a hoch 3 von der Erde. Das blau habe ich jetzt nicht. Erde. So. Ich kenne, also bei der Erde, T Erde ist jetzt ein Jahr und A Erde sind 150 Millionen Kilometer. Das sage ich einfach mal eine astronomische Einheit zu den 150 Millionen und dann ist das ziemlich gut. Und dann kenne ich das, das und das und ich suche das. Naja, da habe ich eine Chance. Also. Auflösen. Das geht immer so mit Mal. Ja. Also, in mehreren Schritten? Naja, nee, also über Kreuz. Wir sind jetzt ja Q12. Ja. Es geht immer so über Kreuz. Und dann kann man das auch in einem Schritt machen. Dann habe ich jetzt hier also A, Ida hoch 3 ist gleich Bruch. Dann habe ich hier T, Ida, genau, T. Erde immer Quadrat, Quadrat und da oben A, Erde. Gut, und muss, wenn ich dann das will, die dritte Wurzel ziehen. Ah, hier ist hoch 3, dritte Wurzel. Und dann kommt raus A, Ida gleich, also hoch 3, dritte Wurzel. Ja, das ist also A, Erde mal dritte Wurzel aus T, Ida durch T, Erde zum Quadrat. So, und das, da kann ich es einsetzen. Also normalerweise sage ich ja in der Physik immer Zeit in Sekunden, ja, Weg in Metern. Aber das ist fast hier so eine Ausnahme. Hier ist es ja so, ich habe, wenn ich die Ida in Jahren lasse, 4,84 Jahre und bei der Erde auch Jahre nehme und das quadriere und dann die dritte Wurzel nehme, dann ist es ja so, dass sich die Jahre kürzen. Und deswegen kann man die Jahre lassen. Man muss die Jahre nicht in Sekunden umrechnen. Und wenn ich das hier in astronomischen Einheit lasse, dann kommt eben auch da hinten auch das in astronomischen Einheiten raus. Und so kann ich es auch lassen. Ich könnte es auch in Meter machen, ist nicht falsch. So, und jetzt den Taschenrechner eingeben. Die dritte Wurzel aus 4,84 Quadrat. Und dann habe ich 2,861. Wie viele? Ja, gut. 2,86 astronomische Einheiten. Das ist mein A. Und ich bräuchte noch. Die Frage lautet, ja, die fragen jetzt nach dem Prozentual, wie weit es vom A-Hel weiter von der Sonne entfernt ist als im B-Hel. Ich brauche halt noch das B. Ja. B, Ida ist gleich Fragezeichen. Und dazu habe ich ja diese Exzentrizität gegeben und diese ganzen Zusammenhänge da mit A und B und so weiter. Also jetzt nochmal die Formelsammlung parat halten, alles einsetzen. Ich weiß. Epsilon, dann machen wir es hier. Also,
Epsilon gleich e durch a und das ist dann Wurzel aus a Quadrat minus b Quadrat durch a und das muss ich nach b auflösen. Also rüber. Epsilon mal a gleich Wurzel aus a Quadrat minus b Quadrat quadrieren. Epsilon a Quadrat gleich a Quadrat minus b Quadrat rüber rüber. Also b Quadrat gleich a Quadrat minus epsilon Quadrat a Quadrat Wurzeln. Kann man sogar schöner machen. B gleich a Quadrat mal 1 minus Epsilon Quadrat. So, jetzt erst Wurzeln. So, B gleich a Wurzel 1 minus Epsilon. Ist wahrscheinlich sogar eine fertige Formel. Ich kenne sie nicht. So, einsetzen. Also, Wurzel 1 minus Quadrat. 1 minus 0,048 Quadrat ist gleich 0,99, also wirklich was Kleines, mal die 2,86. 2,86 ist gleich 2,856. B gleich 2,856. Also das ist ziemlich dicht da dran. Genau. Und so, das ist mein B. Das ist mein A. Nochmal zur Ellipse. Ich habe, wenn wir in die Formelsammlung, machen wir es sauber, gut. Nochmal. Also, wenn wir in die Formelsammlung schauen, dann haben wir eine Ellipse. So. Und das ist E. Also, das ist das große E. Das ist hier. E gleich a Quadrat, also e Quadrat gleich a Quadrat minus b Quadrat. Okay, das da. Das habe ich hier. Gut. Und der ist, das eine Mal hat die Ida, wenn hier die Sonne ist, das eine Mal hat die Ida den Abstand, ja, hier ist ja a, das ist auch a. Das eine Mal hat die Ida den Abstand a plus e, a plus e und das andere Mal a minus e. Ja, also das obere ist der lange Abstand und das untere ist der kurze Abstand. Und um das Verhältnis geht's. Die wollen wissen, um wie viel Prozent ist das eine länger wie das andere. Das sind einfach Bruchteile, einfach Verhältnisse. So, und jetzt haben wir für den... und jetzt rechnen wir es aus. Können wir es uns merken? 2,86 haben wir in jedem Fall. Also ist gleich, 2,86 plus und hier minus Wurzel aus und da war das 2,86, genau. 2,86 Quadrat minus 2,856 Quadrat. 86 Quadrat minus 2,856 Quadrat. Eintippen, ausrechnen, genau. Ah, das ist mir jetzt zu fad. Genau. Das ist, aber dann kriege ich den Bruchteil raus. Passt.